Hallo und herzlich willkommen im Keller. Dieses Video gibt es auch als Podcast, deshalb bitte nicht wundern, dass hier überhaupt keine Texteinblendungen, die üblicherweise da sind, diesmal zu sehen sind. Eigentlich wollte ich eine Buchbesprechung machen, die werde ich aber sehr kurz halten, also das, was zu diesem Buch eigentlich zu sagen gibt. Und dann noch ein paar Dinge zum Hintergrund rumnörgeln. Deswegen bin ich jetzt auch schon, ich habe das schon mal versucht aufzunehmen, habe mich aber zu sehr reingesteigert. Deswegen mache ich es nochmal und versuche diesmal ein bisschen sachlicher zu bleiben. Aber ihr merkt vielleicht, es steckt schon so ein gewisses bisschen Ärger in mir. Und ja, dazu gleich mehr. Buch heißt folgendermaßen: Advanced Bushcraft, Überleben in der Wildnis, der ultimative Praxisführer für Fortgeschrittene. Dave Canterbury ist der Autor. So, jetzt grundsätzlich ein paar Dinge vorweg. Erstens, der Dave Canterbury hat definitiv Ahnung, wie man draußen zurechtkommt. Ja, der kennt sich aus, alles kein Thema, will ich in keinster Weise bestreiten. Hat richtig, richtig viel Ahnung, der Mann. Hab mir inzwischen auch so 2-3 YouTube-Videos angeguckt, überzeugt mich alles sehr. Der ist auch der Urheber dieser 10 C's, die 10 Dinge, die man in der Ausrüstung unbedingt dabei haben sollte, die wichtig ist für jede Wildnisausrüstung. Das ist eine prima Aufstellung, das allein finde ich ein super Konzept. Das stammt ursprünglich von dem und das ist auf jeden Fall ganz, ganz toll. Die 5 C's, die kann ich mal kurz nennen. Die ersten 5 Sachen und die zweiten 5 Sachen, das ist quasi noch so Erweiterung für längere Aufenthalte. So ist das konzipiert und die ersten 5 Sachen sind was zu schneiden, Cover, also irgendwie was zum drunterlegen, eine Decke, eine Folie, irgendwas planen, Material, sage ich einfach mal vorsichtig, und Kleidung gehört da auch dazu zum Punkt Cover. Dann Cordage, sein Material, weil das kann man sehr schlecht selber herstellen. Combustion Device, also was zum Zeugs anzünden. Das kann Feuerzeug sein, das kann Feuerstil sein oder gleich alles beides. Und ich glaube, was fehlt noch? Kantin. Also sprich irgendein Kochgerät, Kochgeschirr, wo du halt irgendwelche Sachen dementsprechend drin kochen kannst, kannst auch Wasser abkochen und so weiter. Also das stammt ursprünglich, glaube ich, von dem. Und das ist prima. Und das zum Beispiel nur so als Beispiel, weshalb ich schon sage, der Mann hat definitiv Ahnung, was der so erzählt, das hat Hand und Fuß. Das Buch hat 2 große Nachteile. Nämlich, es ist für den Ami-Markt geschrieben. Das ist in Deutschland nicht umsetzbar, was da drin steht. Wenn es nicht gerade in der Grauzone liegt, dann ist es halt eben auch richtig verboten. So, das zu dem Thema. Natürlich, in Amiland kann man das alles machen. Scheinbar ohne jegliche Bedenken und ohne irgendwen vorher gefragt zu haben, denn eine rechtliche Komponente, wohin muss ich mich wenden, wenn ich das machen möchte, brauche ich da irgendjemanden vorher fragen, gibt es da irgendwelche Gesetze zu, fehlt vollständig. Wird mich mit einem Wort erwähnt, das halte ich für ein bisschen blöd. Dann ist die Bebilderung etwas spärlich. Die Beschreibungen, die Texte sind gut, da habe ich nichts gegen einzuwenden, überhaupt nicht. Ich finde die sehr gut zu lesen, sehr anschaulich erklärt, in den allermeisten Fällen auch sehr ausführlich, also ausführlich genug, dass auch ich das zum Beispiel gut verstehe, was er meint. In manchen Fällen ist es ein bisschen wenig, zum Beispiel beim Bogenbau. Ich kapiere aus dem Text überhaupt nicht, wo die Nocken ran sollen bei dem Bogen, beziehungsweise wie die genau aussehen sollen. Und ein Bild dazu gibt's nicht und das kann man dann quasi so oder so probieren. Also schlau werde ich da jedenfalls nicht draus. Jetzt weiß ich, habe ich mir das schon mal woanders angeguckt, wie das möglicherweise aussehen kann mit den Dingern. Aber das ist das zum Beispiel so ein kleines Detail, wo die Beschreibung zum Beispiel nicht gut ist. Die Tatsache, dass das Ding von den amerikanischen Markt geschrieben ist, ist auch dann scheiße, wenn es um das Thema Bäume geht. Das ist das ganze 2. Kapitel. Der hat Bäume als ganzjährige Rohstofflieferanten aufgeführt. Das per se finde ich prima, da hat er auch recht. Die sind immer verfügbar, man kann die immer finden. Anders als krautige Pflanzen, die sind im Winter halt im Boden. Dann weißt du nicht, ob sie da sind oder nicht. Wenn du nicht aus dem Frühjahr weißt, dass sie da wachsen, dann kannst du an der richtigen Stelle graben. Wenn du das nicht weißt, hast du keine Chance, das festzustellen. Bei Bäumen siehst du sie halt immer. Problem für den deutschen Markt nicht zu gebrauchen, weil du musst dich schon bestens mit Bäumen auskennen, um zu wissen, ob die da beschriebenen Eigenschaften auch für eine deutsche Kiefer zutreffen oder nur für eine amerikanische zum Beispiel. Und teilweise werden Bäume aufgeführt, die bei uns wachsen hinten und vorne nicht wachsen. Ein konkretes Beispiel, hier wird ein Tulpenbaum erwähnt in diesem Buch.
Wenn du jetzt in Deutschland losgehst und sagst, oh, Tulpenbaum, ja, der wächst auch bei uns, dann gehst du zum Liriodendron tulipifera. Das ist das Ding, was bei uns als Tulpenbaum gehandelt wird. Gemeint in diesem Buch ist aber die Tulpenpappel, wenn man sie auf Deutsch übersetzen würde. Eine Pappel und so ein Liriodendron, die sind so weit auseinander wie eine Weide und eine Buche. Bei uns, ne? Also wer mir ein ganz kleines bisschen zugehört hat, weiß, eine Weide ist somit das weicheste Holz, was wir so haben. Für Anwendungen, wo man super weiches Holz braucht, ist die gut, für alles andere kann man sie nicht gebrauchen. Buche ist somit das härteste. Eiche ist noch ein bisschen härter, aber sehr weit vorne eben dabei. So, und das ist deswegen extrem verwirrend und wenn man das nicht weiß, dann kann einen das ziemlich im Stich lassen, die Hinweise zu den Bäumen. Also nur wenn du sowieso schon Baumexperte bist, kannst du halt eben sagen, was davon stimmt und was nicht. Wenn du es nicht weißt, kannst du es nur ausprobieren und dann halt mal gucken, nee, stimmt irgendwie nicht. Gut, dann war das wahrscheinlich einer dieser Fehler. Positiv möchte ich hervorheben, dass es dem Autor hervorragend gelungen ist, ein in sich geschlossenes, zusammenhängendes System zu erschaffen. Das ist eine sehr runde Angelegenheit in diesem Buch, das gefällt mir prima. Er hat auch so ein paar einzelne Passagen, die sind wirklich großartig. Zum Beispiel die Beschreibung fürs Feuerbohren, wie man das machen soll, die ist hier ganz ausgezeichnet. So eine gute habe ich bewusst schon lange nicht mehr gelesen, beziehungsweise vielleicht ist es sogar die beste, die ich je gelesen habe. Da bin ich vorsichtig mit solchen Aussagen, aber das ist auf jeden Fall ganz hervorragend. Auch vieles andere ist schön beschrieben. Wissen sollte man dann noch, dass Bushcraft, wie es hier beschrieben wird, völlig simultan mit Survival irgendwie verwendet wird, beziehungsweise im amerikanischen Raum ist es oft so, dass Survival eher als Teilbereich des Bushcraft verstanden wird. Und auf keinen Fall umgekehrt und auch nicht parallel, wie ich das gerne bei uns verstanden haben möchte. Ob das wirklich dann so gehört, das ist eine andere Frage. Aber das wäre auf jeden Fall noch wichtig, vielleicht dazu zu sagen. Ja. Das Buch beschreibt quasi, wie man, wie ein Trapper 1825 zum Beispiel in der Wildnis klarkommt. Ne? Welche Ausrüstung man dafür braucht, um so ein Leben sozusagen zu führen. Es beinhaltet dafür halt eben auch noch so Kapitel wie Fallenjagd. Und generell zum Ausnehmen von Tieren ist jede Menge dabei, zum Häuten, zum Häutetrocknen, zum Lederherstellen und so weiter und so fort. Das ist alles gut beschrieben. Wer mal wissen möchte, wie sowas funktioniert, und das würde ich schon für sinnvoll halten, dass man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, da ist das ein prima Buch. Und ich komme mir jetzt hier gerade so ein bisschen Star Wars-mäßig vor. Es gibt die helle und es gibt die dunkle Seite der Macht in diesem Fall. Was ich gerade beschrieben habe, war größtenteils so die helle Seite. Hab vergessen zu sagen, die Bebilderung könnte teilweise noch ein bisschen ausführlicher sein. Ich glaube, das habe ich vergessen gehabt. Wenn nicht, habe ich es jetzt zweimal gesagt. So, viel mehr will ich zu dem Buch gar nicht sagen. Das ist so prima, ne? Also das ist auf jeden Fall eine super Anleitung, wie man den ganzen Kram da bewerkstelligen kann. Ich mag ja grundsätzlich Ausführlichkeit, aber für ein Taschenbuch, ja, für das Format, da kann man absolut nichts sagen. Generell stört's mich, wenn auf irgendwelchen Praxisbüchern, Handbüchern für das Outdoor-Dasein irgend so ein Schwachsinn draufsteht wie ultimativ, perfekt, alles, was man wissen muss und all so ein Quatsch, weil das steht einfach in keinem Buch. Das gibt's nicht, das gibt's immer nur höchstens aus Sicht des Autors. Und insofern kann man vielleicht ultimativ stehen lassen, dass das wohl sicher für Freunde vom Dave Canterbury, also dessen Art Bushcraft zu betreiben, die das gut finden, für die ist das sicherlich ein hervorragendes Nachschlagewerk, wo der ganze Kram, den der so macht, auch drin steht. So. Würde dem Ganzen also als Buch an sich dann, wenn ich könnte, 4,5 von 5 möglichen Sternchen geben. Für die Sachinformation, für die reine Sachinformation an sich. Und jetzt kommt die Schattenseite. So. Und dafür muss ich in mich gehen. Nachdem er da nichts Direkteres zu schreibt, muss ich nach Lektüre dieses Buchs schwer davon ausgehen, dass der Canterbury irgendwie einer dieserjenigen ist, die den Trapper als das Ideal des modernen Bushcrafters sehen.
dass also der moderne Bushcrafter quasi dem Trapper nachstreben sollte. Und es gibt da auch diesen Begriff, der da teilweise ein bisschen die Runde macht, Trapper-Bushcraft. Und wir Bushcraften nach Trapper-Art und so weiter und so fort. Jetzt ist das per se überhaupt nicht schlimm, ne? Wenn du sagst, du machst Trapper-Bushcraft, wenn du das so nennen möchtest, wenn du zum Beispiel nur ein Schafsfell verwendest, statt einer Isomatte und ein Segeltuchplane aufhängst, anstatt einer Baumarktplane aus Plastik und sowas. Wenn sie es auf so einen Kram beschränkt, dass man also quasi ein möglichst einfaches Leben draußen führen möchte, nur mit Naturmaterialien und modernen Schnickschnack, dann von mir aus nennt das auch Trapper-Bushcraft, das ist mir egal. Naja, es ist mir nicht egal, aber das ist dann nicht schlimm, sagen wir mal so, ne? Also deswegen würde ich auf keinen Fall irgendwen verteufeln wollen. Es wird dann schlimm und dann möchte ich die Leute auch verteufeln, ganz ehrlich, wenn die wirklich versuchen, den Trapper nachzuahmen. Nehmen wir jetzt mal an, der Canterbury, ich weiß nicht, ob ich ihm das unterstelle, aber er macht wirklich derartig den Eindruck, dass er genau das vorhat, scheint einen Trapper aus dem Jahre zum Beispiel 1825 größtenteils nachmachen zu wollen. Gut, was ist jetzt so ein Trapper? Das sind im Prinzip die Fallensteller und Jäger, die eben zu dieser Zeit quasi als Vorhut der Kolonialisierungswelle, schweres Wort, gedient haben und in der Wildnis gelebt haben. So, dafür gab es verschiedene Motivationen. Wo wir uns sicher sein können, ist, dass Geld eine davon war. Weil so ein Trapper hat nach einer guten Saison mit jede Menge Fellen, die er erbeutet hat, $2000 verdient. Das kann man so auf Wikipedia nachlesen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das stimmt. Ein Handwerker zur gleichen Zeit hat $500 verdient. Ein ausgebildeter Handwerker, ja, jetzt nicht irgendwie jeder Lehrling und so weiter und so fort. Also heißt, so ein Trapper, der hat Geld gemacht ohne Ende. Das war jetzt noch nicht unbedingt ein erfolgreicher Goldgräber, aber der hat schon wirklich richtig viel Geld verdient. Das war also ein lukratives Geschäft. Und darum ging es auch in den allermeisten Fällen, da können wir uns sicher sein, ums Geschäft. Es werden sicher auch Leute dabei gewesen sein, die den Ruf der Natur gehört haben und in der Natur leben wollten, in der Wildnis, einsam und romantisch. Also das, was wir quasi unter der Romantisierung, die jetzt scheinbar stattfindet von diesen Treppern, uns scheinbar teilweise vorstellen. So. Was haben denn diese Trapper dann den ganzen Tag getrieben? Die haben riesige Mengen von Tieren getötet, die normalerweise oft keine natürlichen Feinde haben, aufgrund dessen, dass sie halt ein schönes Fell haben. Und das war gerade in Mode und dafür gab es viel Geld. Der ganze Fellhandel in Nordamerika, muss man sagen, USA und Kanada, hat Ausmaße angenommen. Das ist jenseits von Gut und Böse. Wer sich damit ein bisschen auseinandersetzen möchte, der kann sich aber diesbezüglich den entsprechenden Wikipedia-Artikel durchlesen. Der ist ganz hervorragend, ziemlich lang auch. Also man braucht doch schon ein bisschen Zeit, aber das beschreibt das Ganze wirklich ganz hervorragend. Ja, Biber zum Beispiel. Biber wurden in unglaublichen Mengen dahingerafft. Kann man anders nicht sagen. Warum? Weil Biberfellmütze zum Beispiel. Gut, ja, Mode. Mode und ich, wir verstehen uns ohnehin nie. Noch nie. Haben uns nicht mal im Ansatz irgendwann mal verstanden. Ich verstehe nicht, warum man jedes Jahr neue Klamotten braucht, wenn die noch an der alten noch gut sind, nur weil gerade irgendwas anderes im Trend ist oder sowas. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Dass man zu schönen Anlässen, besonderen Anlässen einen Anzug trägt, das finde ich gut. Dass Frau für bestimmten Anlässen ein Kleid trägt, finde ich gut. Warum sie davon 28 braucht, weiß ich nicht. Warum ich mehr als einen Anzug brauchen sollte, habe ich keine Ahnung. Also, das erschließt sich mir nicht. Was ich aber vielleicht nicht so schlimm finden könnte, wenn ich das dann sollte. Was ich aber definitiv schlimm finde, ist halt, wenn aus modischen Gründen ganze Tierarten kurz vor die Ausrottung getrieben werden müssen, damit man halt einen schönen Hut aufhaben kann, aus Biberfell zum Beispiel. Und das ist die Spitze des Eisbergs. Der Trapper, an dem ist nichts, was man irgendwie romantisieren oder gut finden sollte.
Selbst das, oh, das waren die letzten Leute, die noch in der Wildnis gelebt haben, die letzten noch echten Waldläufer. Ja, man kann die schon so bezeichnen. Die haben definitiv in der Wildnis gelebt. Was die aber ganz bestimmt nicht gemacht haben, ist mit der Wildnis, sondern gegen die Wildnis haben die gelebt. Also auch wenn man ein Bear Grylls versus Wild oder sonst wie gut findet, wo die Natur besiegt werden soll, dann kann man selbstverständlich auch Trapper gut finden, wenn man die Natur als Feind ansieht. Der Trapper ist der Vorbote der Zivilisation. Ist nicht so, dass der in die Wildnis gegangen ist, um der Zivilisation zu entgehen und nie wiederzukommen. Das könnte man ja möglicherweise noch irgendwie romantisieren. Wenn er zu den Indianern gegangen wäre, um bei den Indianern nach der alten Sitte der Indianer mit dem Land zu leben, nicht gegen das Land, dann würde ich sofort sagen, ja, Trapper, unser großes Vorbild. Aber nein, das hat er nicht gemacht. Bei den Indianern ist er mal hin und wieder vorbeigekommen, weil er da Frauen hatte, beziehungsweise bei jedem Stamm eine und solche Späße. Das kann man zumindest auf Wikipedia nachlesen. Das wird mit Sicherheit auch so gewesen sein. Es gibt ja auch noch entsprechend Augenzeugenberichte. Ist ja gar nicht so lange her, das Ganze. Auch das mit den Indianern ist so eine Sache, ne? Hat er den Indianern in irgendeiner Form weitergeholfen? Ganz bestimmt nicht. Der hat sie dann dazu angereizt, auch noch entsprechend Felle zu verkaufen, hat mit denen teilweise auch noch eben entsprechend gehandelt, hat als Dolmetscher fungiert, um den Fellhandel eben auch mit den Indianern voranzutreiben, damit die Indianer jetzt auch anfangen, viel mehr Tiere zu töten als notwendig, einfach nur damit sie Felle bekommen, damit sie Geld bekommen, die Wurzel allen Übels, und damit dann halt eben sich so schöne Dinge eintauschen können wie Alkohol. Tolle Idee. Deshalb ging das spätestens da dann wirklich massiv los, wo die Indianer auch schon begriffen hatten, dass sie die Weißen eben entsprechend nicht bekämpfen können, die Weißen von alleine nicht mehr abhauen, und sie sich mit denen irgendwie verarrangieren müssen. Und dann hat halt eben dieser Pelzhandel auch auf die Indianer entsprechend abgefärbt. Ich bin ohnehin ein großer Freund der Indianer und ein großer Feind der entsprechenden amerikanischen Siedlungswelle. Was heißt Feind? Man wusste es nicht besser. Man darf den Leuten damals auch nicht zu viel vorwerfen. Das kann man auch etwas übertreiben. Aber diese Zeiten einfach gut finden zu wollen, nur weil sie lange her sind, dieser Irrglaube, der bei uns im Hirn immer auftaucht, dass wir sagen, früher war alles besser, je früher, desto besserer. Ich meine, das habe ich auch. Ich halte die Römer-Epoche für extrem faszinierend. Da gab es Sklaven, da gab es jede Menge Mord und Totschlag, und die haben ganz Europa gefühlt erobert. Und wer nicht mitgespielt hat, wurde da auch umgebracht. Auch wenn es vergleichsweise auch ein bisschen Licht innerhalb des ganzen Schattens gab. Aber ein Julius Caesar, der war nichts anderes als ein Feldherr, der massenhaft Leute hat umbringen lassen, nur weil er der Meinung war, es wäre gut, wenn Rom jetzt überall regiert. Notwendig gewesen wäre das ganz bestimmt nicht. So gesehen ist ein Julius Caesar ganz zweifellos eigentlich böse. Aber in der Geschichte, weil das so lang her ist, hat man den als den lustigen lieben Onkel bei Asterix quasi im Hirn. Und dass das ein massenschlachtenlassender Diktator gewesen ist, das interessiert eigentlich heutzutage niemanden mehr, weil es ist ja lang genug her. Das ist halt einfach diese. Wenn es lang genug her ist, wird es irgendwann faszinierend. Und wenn es Mord und Totschlag gegeben hat, dann ist das dann auch egal. Das ist ja lang genug her. Mentalität. Eben, da falle ich auch drauf rein. Und im Fall der Amerikaner und jetzt scheinbar auch den Leuten, die das jetzt in Deutschland auch anfangen gut zu finden, ist es wohl so, dass dieser Trapper aus der amerikanischen Kolonialisierungszeit, wo sie sich halt weiter nach Westen vorgearbeitet haben, irgendwie jetzt was Gutes sein soll. Der wird jetzt irgendwie glorifiziert und einer der letzten echten Amerikaner. Ja, nochmal, der ist nicht aus der Zivilisation geflüchtet, der hat nicht im Einklang mit der Wildnis gelebt, der war der Pionier, der der Zivilisation vorhergeschlichen ist, um die noch damals, bevor er gekommen ist, unberührte Wildnis langsam urbar zu machen. Der hat sich ein Blockhaus mitten in die Natur gebaut. Hat die da an dieser Stelle massiv verändert. Das hatte nichts mehr damit zu tun, was da vorher gewesen ist. Hat für sein Leben da massenweise Holz verbrannt. Massenweise wird sie vielleicht sogar noch ein bisschen Holzkohle zum Räuchern hergestellt haben, einen riesigen Holzverbrauch gehabt haben und hat halt alles getötet, so effizient wie es nur irgendwie ging, was halt ein schönes Fell gehabt hat. Völlig egal, wie viel oder wie wenig davon es gibt, ob die Tiere natürliche Feinde haben oder nicht. Ein Luchs, es gibt keine Begründung, einen Luchs zu töten. Man kann den nicht essen. Das Fell braucht man eigentlich nicht. Man kann auch Tiere töten, die man essen kann und bei denen man mit dem Fell möglicherweise Kleidung herstellen kann, wenn das überhaupt noch notwendig ist. War zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall, weil man hatte ja auch eben entsprechend Alternativen zur Kleidungsherstellung. Allein schon Schafhaltung. Ja, jedenfalls.
ne? Stückchen Land genommen, annektiert, ausgebeutet. Alle Ressourcen, die es in dieser Region gab, ausgebeutet. Davon mitnehmen, davon verkaufen, was geht. Es ist ja genug da. So, das war das Tagesgeschäft des Preppers. Hat er sich dabei vielleicht als naturverbunden gefühlt? Möglicherweise, aber er war es nicht. Er war es schlicht und ergreifend nicht. Ich sehe keinen Grund, weshalb man den ideologisieren sollte. Warum nicht die Indianer? Warum zum Geier wollen wir nicht Indianer-Bushcraft machen? Warum wollen wir Trapper-Bushcraft machen? Das verstehe ich nicht. Indianer-Bushcraft, das wäre doch mal was. Nomaden tun. Nicht ein Stück Wald annektieren, nicht das Land ausnutzen, sondern mit dem Land leben. Nicht vom Land. Das ist es. Das wäre gut. Das halte ich für richtig. So ist jedenfalls meine Auffassung von dem Trend. Die gute Sache, die ich in dem Trend erkenne, dass immer mehr Leute raus in die Natur wollen. Man kann raus in die Natur gehen und genau das Gleiche machen, was wir schon immer getan haben, weshalb wir jetzt überhaupt das Bedürfnis haben, raus in die Natur zu gehen, weil sie uns fehlt, nämlich die Zivilisation vorantreiben. Also geht man in die Natur. Oh, ich bin in der Natur. Das Erste, was ich mache jetzt meine Zivilisation. Puff. Ich werde hier sesshaft. Ich nutze hier mehr Ressourcen als nachwachsen. Ich beute hier alles aus, was ich an natürlichen Materialien finden kann. Ich mache genau das, was dazu geführt hat, weshalb ich überhaupt raus aus der Natur, raus aus der Zivilisation in die Natur wollte. Wie paradox ist denn das bitte? Ja, und ich erkenne beim Canterbury eben wirklich nur an verschiedenen Stellen, dass der diesen Trapper nachmachen möchte. Das ist zu den allgemeinen Dingen. Jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass so ein Trapper ja eben mit Pfeilen gejagt hat. Davon abgesehen, dass der viel zu viel gejagt hat. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass so ein Canterbury vielleicht nicht mehr ganz so viel jagen mag. Aber der jagt immer noch mit Pfeilen. Teilweise auch sicherlich, beschreibt er ja schön, wie die herzustellen sind, mit primitiven Selbstbaufallen. So, was haben die für eine Eigenschaft? Ich sag's mal so, eine Falle, die in Deutschland noch zugelassen wird, ist extrem schwierig, wird auch noch kaum gemacht, aber wenn es einem gelingt, eben entsprechend noch Fallenjagd zu betreiben in Deutschland, dann darf man das nur mit zwei Fallentypen, die kommen in Frage. Die absolut sicher tötenden Fallen und die absolut sicher unverletzt lebend fangenden Fallen. Weil, wenn das Tier nicht absolut tödlich ist, dann verreckt es elendig, qualvoll. Ja, kann man jetzt sagen, ja, ist ja Natur, ist ja egal, passiert ja auch, wenn sie von Raubtieren gefressen werden. Wäre ein Argument, nur mit dem Unterschied, dass es einfach nicht die Notwendigkeit für uns gegeben ist, Tiere auf diesem Wege zu töten. Wir sind dazu fähig, Empathie zu empfinden. Wenn wir nicht müssen, darauf verzichten müssen, das zu tun, dann können wir es doch machen. Das tut uns doch nicht weh. Warum wollen wir Tiere quälen? Gibt es dafür irgendeine sinnvolle Begründung? Mir fällt keine ein. Mir fällt keine ein. Weiß ich nicht, warum man das machen möchte. Verstehe ich nicht. Weil diese primitiven Fallen, entweder fangen sie das Tier zwar lebend, aber verletzt, dann verreckt es langsam und qualvoll, oder sie sollen es eigentlich töten, es klappt aber nicht, dann verreckt es langsam und qualvoll. Und auch jetzt noch wird dann von diesen Treppern gerne mal auf Tiere Jagd gemacht, die man eigentlich nicht jagen sollte. So ein Luchs zum Beispiel, der wurde nahezu ausgerottet in der Zeit der Trepper. Ja, teilweise darf der auch heute noch bejagt werden. Es gibt keinen Grund, es gibt keinen einzigen ökologischen Grund, einen Luchs zu bejagen. Das gibt's nicht. Der braucht nicht bejagt werden. Der reguliert sich selber über den Bestand seiner Beutetiere. Es gibt nie viele Luchse. Die werden nie zum Problem, weil alles voller Luchse wäre. Es ist reine Geldgier und die Tatsache, dass es immer noch einen Markt für Luchsfell gibt, weshalb Luchse gejagt werden. Also das gilt jetzt nicht nur für Amiland, das gilt weltweit. Also ich möchte nicht nur sagen, die Amis sind schuld. Also überall, wo Tiere wie Luchs, ein Wolf, ein Bär, sämtliche Tiere, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, die müssen nicht gejagt werden. Dafür gibt es keine Begründung. Wenn man keine Beutetiere mehr hat, keine Raubtiere mehr hat und dann selber auf Beutetiere Jagd macht, damit deren Population nicht zunimmt. Das ist auch umstritten, aber da kann man zumindest mal sagen, da gibt es Argumente, die das sinnvoll erscheinen lassen. Das gibt es auf jeden Fall. Ob das nun jetzt wirklich so ist, das ist halt wissenschaftlich umstritten. Da muss man sich halt diskutieren, da muss man halt drüber nachdenken. Es gibt aber keinerlei Argument, weshalb in einer Wildnisregion Raubtiere gejagt werden sollten. Das gibt es nicht. Das ist einfach nur wirtschaftliches Interesse aus irgendwelchen modischen Gründen. So ein Luchs
Fell ist toll, natürlich, das hält warm und alles. Aber das kann man auch mit ganz normalen anderen Materialien haben. Das kannst du mit einem Fleece-Pulli haben, verdammt nochmal. Der besteht möglicherweise aus recycelten PET-Flaschen. Dafür muss man keinen Luchs umbringen. Wenn Luchse gejagt werden, dann tatsächlich weltweit ganz oft eben mit so Fallen. Da kann sich auch sonst was drin verfangen. Ich möchte nochmal betonen, die Fallen, die in diesem Buch stehen, ja, für Notsituationen, wenn es um Leben und Tod geht, klar, dann macht man auch so eine Falle. Das ist effizient. Fallenjagd ist einfach einfacher als Jagd mit Schießgewehr und Ähnlichem. Deshalb wäre es vielleicht für den einen oder anderen auch interessant zu wissen, wie das in der Theorie funktioniert. Und jetzt schreibt da der Canterbury auch noch so ein schönes Zitat. Jedes Kapitel beginnt mit irgend so einem tollen Spruch von irgendeiner wichtigen Person, die in der amerikanischen Historie halt mal ein großer Trepper gewesen ist. Also fast alle von denen, die er hier aufzählt, sind solche. Das ist auch nochmal was, weshalb ich eben davon ausgehe, dass der scheinbar dieser Glorifizierung, dieser blöden Trepper da irgendwie Anhänger ist. Da schreibt er irgendwas von wegen, wenn du etwas lernen willst, dann musst du es auch oft genug tun, damit du es dann irgendwie lernst. Also sprich, wenn du lernen willst, Tiere vernünftig mit der Falle zu töten, musst du Tiere vernünftig mit der Falle töten. Es reicht also quasi nicht, so interpretiere ich das jetzt mal, dass du theoretisch lernst, wie man mit einer Falle jagt, wenn man in einer Notsituation ist. Das reicht nicht. Du musst schon vorher entsprechend eben die armen Wildtiere grausam umbringen, damit du dann sie grausam umbringen kannst, wenn du es wirklich musst. Das halte ich für Schwachsinn. Das ist meine Meinung dazu. Wenn jemand der Meinung ist, dass grausam Tiere töten notwendig ist, um ultimativ darauf vorbereitet zu sein, wenn die Zombies kommen, ja, bitte. In Amiland mag die Notwendigkeit, sowas zu lernen, definitiv größer sein, wenn ich mir diese mal angucke. Aber ich will gar nicht so sehr auf den Amerikanern rumhacken. Wie gesagt, das gibt es auch noch anderswo. Und tatsächlich ist eben dieser Trend, dass Trapper-Bushcraft toll sein soll, auch nach Deutschland angekommen. Auch wenn bei uns jetzt bisher noch niemand auf die Idee kommt, jetzt wirklich auch noch Fallen zu stellen. Ich verstehe einfach nicht, warum das einfach als positiv wahrgenommen wird. Klar, solange man das nur auf, ich mache Bushcraft mit Naturmaterialien, nenne das Trapper-Bushcraft, macht, ist das harmlos, das tut niemandem weh. Aber warum muss man es dann so nennen? Warum nennt man es nicht Natural Bushcraft oder irgendwie sowas? Den Begriff gibt es ja auch. Vielleicht gibt es da auch gar keinen Unterschied und vielleicht rege ich mich zu sehr über was auf, was gar kein Trend ist, was nur ein oder zweimal oder ein, zwei Leute höchstens machen. Aber ich meine, dieser Kerl hier, der hat einen Haufen YouTube-Zuschauer. Einen ganzen Batzen, dieser Canterbury. Die gucken den nicht, weil sie grundsätzlich ethisch-moralisch Bedenken haben, dessen Art in den Wald zu gehen, nicht gut finden. Ne? Man muss in diesem Zusammenhang auf jeden Fall auch noch erwähnen, Bushcraft oder Survival oder wie gesagt, das wird hier mehr oder weniger synonym verwendet, wird gerne als Inbegriff der Freiheit verstanden. Das ist ja auch schön und gut so im Prinzip. Was man aber niemals vergessen darf, ist die Freiheit, so wichtig die auch ist und so viele positive Eigenschaften die ist. Und natürlich ist das ein Ideal, nach dem eine Gesellschaft streben sollte, kann nicht absolut sein. Nicht jeder kann machen dürfen, was er lustig ist. Spielen wir es mal durch. Wir führen Freiheit im deutschen Wald ein. Jeder darf nun endlich im Wald sein Feuerchen machen, auch mal ein Zelt aufbauen und übernachten, wo er lustig ist. Und alles wunderbar. Endlich keine bösen Förster mehr, keine bösen Jäger mehr. Endlich kann man bushcraften gehen und sich auch eine richtig schöne Hütte in den Wald bauen, so ein richtiges Blockhaus und so weiter. Und man kann ordentlich Holz umhauen und so viel benutzen, wie man möchte. Das ist jetzt noch dann ein paar Wochen lang lustig und dann stellt man plötzlich fest, hier ist ja plötzlich gar kein Holz mehr. Und oh, da stehen ja jetzt fünf Hütten um meine Hütte drumherum. Und eines Tages geht man quasi vor seine Hütte, um sich am Bach zu waschen. Und da hat dann leider schon jemand reingeschissen oder irgendjemand wäscht da gerade seine Wäsche dran und plötzlich ist der Wald kein Wald mehr, sondern genauso Zivilisation wie die Zivilisation. Weil wenn man in die Wildnis geht und dort anfängt, Zivilisation aufzubauen, dann wird die Wildnis eben zur Zivilisation. So einfach ist das. Willst du also in die Wildnis gehen und die Wildnis soll Wildnis bleiben, dann musst du dich in der Wildnis so verhalten, als wärst du ein Wildtier.
Tier im Idealfall. Und was machen Wildtiere nicht? Sie bauen keine Blockhäuser und sie roden nicht den Wald und sie töten nicht unglaublich große Mengen anderer Tiere, die sie überhaupt nicht brauchen, weil sie aus Modegründen sich eine Bibermütze aufsetzen wollen. Und sie finden solche Leute, die das tun, auch nicht gut und streben denen nicht nach und sehen einen Trepper ganz bestimmt nicht als Ideal an, sondern höchstens als Feind. Und da möchte ich mich anschließen den Wildtieren und so einen Trepper in keinster Weise gut finden. Nichts Gutes gibt es an dem Trepper. Nichts. Er hat das Land kolonialisiert. Er hat die Zivilisation vorangetrieben. Aktiv. Aktiver als kaum ein anderer. Irgend so ein Stadtbewohner an der Ostküste. Der ist auch Teil des Übels. Ich bin auch Teil des Übels. Ich lebe ja auch nicht mit der Natur, sondern gegen die Natur, weil ich ein stinknormales, durchschnittliches Leben führe in einem Industrieland. Aber ein Trepper ist noch schlimmer. Ein Trepper hat das Ganze aktiv, bewusst vorangetrieben. Witzigerweise wird sogar zur damaligen Zeit in den, ja, in Deutschland heißt es Lederstrumpf, Büchern von James Fenimore Cooper sogar schon dieses Dilemma beschrieben. Das ist ja eine Geschichte von Nathaniel Bamboo, glaube ich, heißt er. Der hat ganz viele verschiedene Namen, unter anderem auch Wildtöter, kriegt auch Namen von den Indianern verliehen, ist eine prima Geschichte, ist zur damaligen Zeit geschrieben, als die Sachen, die da beschrieben werden, tatsächlich stattgefunden haben, also zur Hochsaison der Trepper, Waldläufer und Fallensteller, die da in den Wäldern unterwegs waren. Und selbst in diesen Büchern wird zeitgenössische Literatur, nochmal, wird schon der Konflikt beschrieben, den die da haben. Die gehen raus in die Wildnis, weil sie halt mit der Zivilisation nicht so viel anfangen können. Genau das wird da beschrieben und stellen dann im Laufe der Geschichte immer mal wieder an einzelnen Stellen fest, die Charaktere, dass sie ja aber eigentlich mit dem Tun, was sie hier tun, die Zivilisation ja vorantreiben und sie immer weiter in die Wildnis müssen, weil die Zivilisation ja ihnen hinterherkommt. Also offensichtlich muss es auch damals schon diesen Geist gegeben haben, diese Erkenntnis. Nicht jeder Ami ist blöd, das ist ganz wichtig, muss ich mir auch immer mal wieder selber ins Gedächtnis rufen. Diese Erkenntnis ist damals schon da gewesen, dass so ein Trepper nicht nur dieser romantisierte Waldläufer ist, der Letzte, der noch in der Natur lebt, sondern halt eben genau damit der Zivilisation den Weg ebnet, die Natur völlig zu verschlucken und zu übernehmen. Was bleibt da noch Positives zu sagen? Was kann man Positives über so einen Trepper sagen? Wenn irgendjemand was einfällt, was da positiv dran sein soll, dann schreibt es mir in die Kommentare und bringt mir ein Argument, weshalb Trepper-Bushcraft eine gute Idee sein soll. Historisches Bushcraft mit historischer Ausrüstung. Oder halt eben wirklich, dann nennt es verflixt nochmal Natural Bushcraft und verwendet nur Wolle. Von mir aus. Das ist super, das ist absolut toll, da gibt es nichts das Geringste dran auszusetzen. Lass diese Ideologie des Preppers da, Treppers da weg. Entschuldigung, ich wollte den Prepper nicht beleidigen. Der Prepper ist ein ganz anderes Kaliber. Mit dem Trepper ist der Prepper nicht zu vergleichen. So, noch ein paar abschließende Worte. Das Buch ist lesenswert. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es geschenkt bekommen, an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Das war auf jeden Fall eine sehr bereichernde Lektüre. Das ist die Hauptsache meiner Meinung nach bei Büchern. Du hast mir auch extra nochmal per Mail geschrieben, dass du kein Problem damit hast, wenn ich mich kritisch mit dem Buch auseinandersetze. Bin ich dir auch echt dankbar, sonst hätte ich echt Angst gehabt, dieses Video zu machen, wenn du mir das nicht noch gesagt hättest. Also vielen Dank, das war auf jeden Fall super interessant. Und die Sachen, die drinstehen, sind ja auch gut. Und für mich auch einfach mal wieder auf verquere Weise auch schön, dass ich mir selber quasi einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen habe, dass das halt eben, nur weil es damals alles besser war, damals eben nicht besser gewesen ist. Noch ein paar Worte zu, damals war alles besser. Wann war denn zuletzt tatsächlich alles besser? Das Mittelalter wird glorifiziert. Na, ich habe ja schon gesagt, die Römer werden glorifiziert. Auch vor 100 Jahren war offensichtlich noch alles besser. Das ist einfach Psychologie. Natürlich, früher war alles besser. Das denken wir halt einfach. Aber wann war es zuletzt wirklich besser? Seit es die Menschheit gibt, seit die Menschheit sesshaft ist, seit der Jungsteinzeit fangen wir an, den Planeten so umzuformen, wie wir das gerne haben wollen, wie wir das für richtig halten. Und genau das wird uns eines Tages umbringen. Dafür lege ich aber sicher mit sicher meinen Hut ins Feuer. Auch wenn der nicht feuerfest wäre, würde ich ihn dafür ins Feuer legen. Da bin ich absolut von überzeugt. Irgendwann werden wir uns durch uns selber mit Sicherheit umbringen. Weil wir
kein Maß kennen, weil wir alles ausbeuten müssen und weil wir das nicht ändern können. Das gelingt mir nicht, das gelingt den allermeisten von uns nicht, das gelingt höchstens irgendwelchen sogenannten Ökospinnern, die tatsächlich ein minimal ressourcenverbrauchendes Leben führen und die sind quasi die Geächteten der Gesellschaft, weil wir die alle für Idioten halten. Deswegen kann auch dieses Modell sich nicht durchsetzen. Deshalb gehe ich schwer davon aus, irgendwann ist vorbei. So wie dieses Video. In diesem Sinne trotzdem einen schönen Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.